Moin Moin von der Nordseeküste und willkommen bei Bricksnuggery. Schön, dass ihr da seid. Lego Minifiguren für den eBay Kleinanzeiger. Darum soll es heute in meinem Video gehen. Allerdings nicht um die schon vorgepackten Figuren. Da erzähle ich dann ein anderes Mal noch ein bisschen was zu. Sondern heute geht es eigentlich nur um ein sehr großes Konvolut. Von das wir ganz fix einmal weg. Denn wir werden diesen Platz hier jetzt gleich brauchen. So, die Kiste einmal an die Seite. Eine Etage tiefer, nämlich hierhin. Zack. So, es geht bei den Minifiguren heute um Folgendes. Es sind einige Tüten mit bereits teilweise identifizierten Figuren dabei. Ich packe das erstmal alles aus, damit wir einfach auch einen vernünftigen Überblick über das kriegen, was hier drin ist. So. Und noch eine. Und noch eine. So, das sind also teilweise identifizierte Figuren. So viel dazu. Und jetzt wird es ein bisschen laut. Ich sag mal derzeit nichts. Da klebt noch ein bisschen was drin, aber egal. Wir wollten uns das hier anschauen. Also, ihr seht von der Menge her, über was für ein Konvolut wir da reden. Das habe ich natürlich nicht mit einem Kauf mir besorgt, sondern das waren über mehrere Käufe. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Schätzt doch mal, wie viel Kilogramm Minifiguren, Minifigurenteile, ausschließlich Lego, das hier insgesamt sind. Würde mich mal interessieren, wie gut oder wie falsch ihr liegt. Also zur kleinen Hilfe nochmal. Ups. Das Ganze war in dieser IKEA-Box. Und jetzt gucken wir uns doch einfach mal so ein bisschen an, was genau hier denn so drin ist. Also ich werde das erstmal ein bisschen an solchen anders zügeln. Kroko ohne Schwanz, sehr schön. So. Man sieht das, glaube ich, so schon. Es ist eine ganze Menge an Star Wars Figuren dabei. So, jetzt könnt ihr es auch sehen. Eine ganze Menge an Star Wars Figuren dabei. Das lässt sich natürlich dann auch alles noch ganz schön zuordnen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich gucke mal eben ganz kurz. Star Wars. Star Wars. Haben wir da nochmal zweimal. Ist auch kein Problem. So, und dann schauen wir einfach mal, was. Ich wühle einfach mal eben durch, was sich hier so dann noch zutage fördern lässt. Das müsste eine alte City-Figur sein. Das sieht mir sehr nach Ninjago aus. Das scheint mir aus verschiedenen Welten etwas zu sein. Okay. Wenn ich falsch liege, dann ist das so. Ich bin ja nicht der Allwissende. So, das Entscheidende ist jetzt aber, wir verkaufen unsere Minifiguren zurzeit noch ausschließlich über den eBay Kleinanzeiger. Das heißt also, sehr schön. Das heißt also, dass wir über Bricklink den Store zwar vorbereiten, aber über den Kleinanzeiger letztendlich den tatsächlichen kleinen Minifigurenverkauf ausführen. Es ist jetzt so gedacht, dass diese Figurenteile, wie sie hier liegen, jetzt so weit es geht zugeordnet werden und dann wirklich massiv über den Kleinanzeiger eingestellt werden. Dass wir wirklich, wenn jemand also sagt, Mensch, wir hatten da einige gute Sachen bei, aber eine so große Auswahl hat, auch aus den Themenwelten Star Wars, Ninjago, City, Superheroes, was immer es alles gibt, dass er sich wirklich, wirklich bei uns austoben kann. Das wird jetzt also am kommenden Wochenende vornehmlich die Aufgabe sein, da mal ein bisschen was zuzuordnen. Da werde ich dann auch nochmal ein Video zu machen, jetzt am kommenden Wochenende,
was davon zugeordnet werden konnte, was davon nicht zugeordnet werden konnte. Ein halber Batman. Naja, so halb, erinnert eigentlich eher mehr an Deadpool. Aber gut. Und da mache ich nochmal ein Video zu, dass ihr dann einfach mal schauen könnt, ja, was hat er da eigentlich rausgefunden? Und meine Preise setze ich im Übrigen nach Bricklink-Preisen fest. Das mache ich also ganz klar. Da gehe ich nach dem Bricklink-Durchschnittspreis und schaue zu, dass ich das dann vernünftig für mich veranschlage. Denn es bringt mir auf der einen Seite nichts, wenn ich jetzt, darauf aus bin, hier ganz wichtig 1, 2, 3 Euro pro Figur im Zweifelsfall mehr zu machen, aber dann einen ewig lang hohen Lagerbestand habe, weil die einfach nie weggehen, weil sie so woanders günstiger zu kriegen sind. Und ich will aber natürlich auch nicht den billigen Jakob spielen, dass ich das hier alles deutlich unter Preis verkaufe. Das kann natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders sein. Also richte ich mich im Großen und Ganzen nach Bricklink. Das hat bisher auch wirklich gut funktioniert. So, wie das Ganze dann weitergeht, das werdet ihr immer Schritt für Schritt erfahren. Das hier heute ist übrigens das erste Video im Hinblick auf Figurenverkauf beim eBay-Kleinanzeiger. Das zweite werde ich vermutlich morgen machen. Dann da zeige ich euch mal genauer die Dinge, die bereits gelistet sind, die bereits erfasst sind, die ihr also eben schon einmal gesehen habt. Und dann habt ihr einen Überblick darüber, was haben wir im Moment eigentlich genau an entsprechenden Kleinteilen, an Figuren und Figurenteilen hier. Und ihr werdet morgen außerdem noch sehen, mal gucken, oh schön, da fehlt auch die Hälfte, aber das kriegen wir auch noch zusammen. Und ihr werdet morgen dann auch noch mal eben sehen, welche Waffen, welche Werkzeuge wir haben. Das haben wir bereits alles in unseren Inventarboxen, in den Kleinteilmagazinen im Erdgeschoss. Und dann ist es für heute auch schon alles gewesen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!